Mercedes-Benz stellt vor, die neue S-Klasse. Weltweit steigt der Bedarf an geräumigen Reiselimousinen. Immer mehr Langstreckenfahrzeuge mit hohem Gesamtnutzen werden gebraucht. Es geht um Wagen, die sich ebenso ideal für die private wie für die berufliche Nutzung eignen. Mercedes-Benz baut diese Fahrzeuge. Seit vielen Jahren wächst zugleich der Bedarf an immer sichereren und umweltfreundlicheren Automobilen. Mercedes-Benz baut Fahrzeuge, die hier ein gutes Stück voraus sind. Aber jetzt wird der Wunsch akut nach Automobilen, die beides zu bieten haben. Einen weiter gesteigerten Gebrauchsnutzen, gleichzeitig aber den wesentlich geringeren Energiebedarf. Nach sechsjähriger Entwicklungsarbeit wurde dieses Ziel durch eine besondere Technologie der Entlastung erreicht. Entlastung des Energiebedarfs durch Senkung des Luftwiderstands und der Fahrzeuggewichte. Entlastung des Menschen durch Weiterentwicklung von Sicherheit, Fahreigenschaften, Raum- und Fahrausstattung, von Lebensdauer und Wartungsvereinfachung. Hier eine Auswahl, eine kurze Fahrt durch die wichtigsten Merkmale des technischen Fortschritts der neuen S-Klasse. Beispiel 1, der geringe Luftwiderstand. Hier hat Mercedes-Benz einen der größten Erfolge erzielt. Keine Serienlimousine der Welt unterschreitet heute den Luftwiderstandsbeiwert der neuen S-Klasse. Er leistet damit einen ganz entscheidenden Beitrag zum niedrigen Kraftstoffverbrauch der Wagen. Ihre Form wurde jahrelang im Windkanal aerodynamisch optimiert. Durch die strömungsgünstige Linie im Ganzen und durch die Arbeit an unzähligen Details konnte der Luftwiderstandsbeiwert um erstaunliche 14% gesenkt werden. Der neue Spitzenwert 0,36. Der Erfolg? Weniger Energieverbrauch und außerdem noch weniger Windgeräusche. Der nächste Punkt heißt Gewichtsparen und damit wiederum Kraftstoff. Durch konstruktive Maßnahmen und leichtere Materialien. Das fängt an mit Erfolgen in vielen Details. Zum Beispiel der Fondsitzrahmen aus Leichtmetall. Ebenso einer der Stoßfängerträger. Der andere besteht aus glasfaserverstärktem Kunststoff. Und wie in der Armaturenanlage, so im gesamten Fahrzeug Leichtmetall. Für Trennwände, Verkleidungen und überall dort, wo die Sicherheit nicht beeinträchtigt wird. Vor allem aber geht es um die neuen Triebwerke aus Leichtmetall. Leichter, leiser, leistungsstark, wirtschaftlicher und umweltfreundlicher. Diese neuen Motoren sind kleiner geworden und haben bei geringerem Energiebedarf dennoch die gleiche Leistung. Nachfolger des 4,5 Liter Modells zum Beispiel ist der 3,8 Liter V8 Motor mit Benzineinspritzung für den 380 SE SEL. Leistung 160 Kilowatt, 218 PS. Und das leistungsstärkste Triebwerk der neuen S-Klasse, der 5 Liter V8 Einspritzmotor des 500 SE SEL. 177 Kilowatt, 240 PS, Nachfolger des bisherigen 6,9 Liter Modells. Erfolg der leichteren Motortechnologie und der erstaunlichen Gewichtsfortschritte insgesamt, beim 280 S und SE minus 50 Kilogramm. Der 380 SE 135 Kilogramm leichter, der 500 SEL sogar 280 Kilogramm. Das bedeutet, durch neue und leichtere Materialien und die verbesserte Aerodynamik verringert sich der Kraftstoffverbrauch aller Modelle um 10-12%. Und nun zu den vielen anderen technischen Fortschritten der neuen S-Klasse. Da finden wir zunächst viel Wartungsfreundlichkeit im Motorraum. Ein sprechendes Beispiel dafür ist die senkrecht aufstellbare Motorhaube. Dann die geschützte Aggregatekammer. Eine zusätzliche Trennwand, die Batterie, Hauptbremszylinder, Servoaggregate, Relais und Sicherungen vor Hitze und Verschmutzung schützt und den Innenraum gegen Motorgeräusche isoliert. Einen wesentlichen Beitrag zur Energieeinsparung können auch Verbesserungen in der Kraftübertragung leisten. Gerade hier wurde alles getan, um erzeugte Kraft in allen Drehzahlbereichen
möglichst effektiv in dynamisches Fahren umzusetzen. Das neue Wandler-Vierganggetriebe schaltet so frühzeitig weiter, dass Drehzahlen mit hohem Kraftstoffverbrauch vermieden werden. Trotzdem kann bei Bedarf die volle Motorleistung zur Beschleunigung eingesetzt werden. Die neue Automatik ist leichter und kleiner, aber leistungsfähiger in allen Bereichen. Bei den 380er und 500er Typen ist sie serienmäßig. Auch die Fahreigenschaften konnten weiter perfektioniert werden. Noch bessere Lenkeigenschaften und die hohe Präzision der Radführung bringen noch mehr Fahrsicherheit. Eine weiterentwickelte Radaufhängung und größere Windungsdurchmesser der Vorderachsfedern steigern den Fahrkomfort. Dank einer Komfortaufhängung der Diagonalpendelachse wurde die Übertragung der Achs- und Rollgeräusche in den Fahrgastraum gesenkt. Der längere Radstand und die breitere Spur dienen nicht nur der Sicherheit, sondern bringen ein noch wesentlich angenehmeres Fahren. Und nun das große Thema Sicherheit. Es ist ausgewogener Bestandteil des gesamten Fahrzeugkonzepts. Aber schon für sich allein ist es ein vielfältiges, ein vorbildliches Sicherheitssystem, das bei Mercedes-Benz schon immer als eine Synthese von aktiver und passiver Sicherheit verstanden wurde. Zur aktiven Sicherheit zählen zum Beispiel die zuverlässigen, standfesten Scheibenbremsen an allen vier Rädern. Das servounterstützte Zweikreisbremssystem besitzt eine Bremsbelagverschleißanzeige und die Vorderradbremsbeläge haben jetzt eine um 30% längere Lebensdauer. Auch die Maßnahmen zur passiven Sicherheit wurden weiter verbessert. Unzählige Aufprallversuche haben dazu beigetragen, die Sicherheit der neuen S-Klasse zu optimieren. Beim Frontalaufprall leistet die Vorderpartie des Fahrzeuges stufenweise zunehmend Verformungswiderstand. Der Motor dringt nicht in den Innenraum ein. Die Front- und Heckaufprallversuche beweisen vor allem auch die hohe Steifigkeit der Fahrgastzelle. Die Verletzungsgefahr am Lenkrad wurde durch den neuen Pralltopf erheblich vermindert. Das Swellrohr verformt sich und vermeidet damit das Eindringen der Lenksäule in den Innenraum. Beim Heckaufprall erweist sich die Lage des Tanks über der Hinterachse als wichtiger Sicherheitsfaktor. Und beim Überschlagen zeigt sich die Festigkeit der Dachsäulen. Der verstärkte Dachrahmen verbindet sie miteinander und verhindert so das Einknicken des Dachs. Außerdem kein Herausschleudern der Insassen. Alle Türen bleiben geschlossen. Insgesamt ein umfassendes Sicherheitssystem mit nachgewiesener Wirkung. Hier ein weiteres neues Sicherheitsdetail. Die Schultergurte an beiden Vordersitzen sind in der Höhe verstellbar. Bei jeder Körpergröße kann der Gurt jetzt so angelegt werden, dass er sich immer in der optimalen Lage befindet. Die Halterung ist in drei Positionen verstellbar und lässt sich mit einer Hand bedienen. Wie gesagt, die Sicherheit bei der neuen S-Klasse ist ein Thema, das alle Bereiche des Wagens betrifft. Ein überzeugendes Beispiel im Bremsbereich ist das auf Wunsch lieferbare Anti-Blockiersystem. Dieses System verhindert das Rutschen der Räder bei Überbremsung. Im kritischen Augenblick wird über eine elektronische Steuerung der Bremsdruck an den Rädern in schneller Folge geregelt. Das Fahrzeug bleibt auch voll abgebremst lenkbar. Und von hier aus weiter zu den großen Fortschritten und den guten Ideen außen am Wagen. Die Stoßfänger der neuen Fahrzeuge sind großflächig angelegt. Und vor allem, sie sind nachgiebig. Auf einem biegefesten Träger sitzt eine tief nach unten gezogene Schürze aus elastischem und korrosionsfestem Material. So werden kleine Schäden am eigenen und fremden Fahrzeug vermieden. An den Wagenflanken laufen breite Schutzleisten aus C-elastischem Polyurethanschaum. Sie verhindern Schäden an der unteren Karosserie und vor allem an den Türen. Auch bei stark verschmutzter Karosserie bleibt die Türschwelle und damit der Einstieg sauber. Die Scheibenwischer sind voll versenkt. Das vermindert die Verletzungsgefahr bei Personenunfällen. Außerdem halten die Scheibenwischer jetzt ein noch größeres Blickfeld für den Fahrer frei. Über 77% der Fensterfläche wird sauber gehalten. Sicht bedeutet Sicherheit, auch nach hinten. Links der große, von innen verstellbare Außenspiegel. In der Mitte der breite Innenspiegel.
und rechts auf Wunsch ein zweiter Außenspiegel, der elektrisch vom Fahrersitz aus genau eingestellt werden kann. Zu den wohl wichtigsten Voraussetzungen für ein Fahren ohne Ermüdung gehören ohne Zweifel Bewegungsfreiheit und richtiges Sitzen. Und auch hier bietet die neue S-Klasse richtungsweisende Fortschritte in jedem Detail. Alles ist zur Entspannung des Fahrers nach ergonomischen Gesichtspunkten gestaltet und angeordnet. Zur Entlastung tragen auch die straff gepolsterten Vordersitze mit stark ausgeformter Rückenlehne bei. Sie stützen und entspannen den Körper, ohne die Bewegungsfreiheit einzuengen. Eine besonders gute Idee: durch Einbuchtungen an den Vordersitzlehnen ist im Fond auch für besonders lange Beine genügend Platz. Auf Wunsch gibt es ein elektrisches Sitzeinstellungssystem. So wie Sie auf das Sitzsymbol an der Türe drücken, so bewegt sich dann die Sitzfläche der Vordersitze stufenlos in Längsrichtung, in der Höhe, in der Sitzflächenneigung und in der Rückenlehnenneigung. Ebenfalls auf Wunsch die neue orthopädische Lehne, die Haltungsschäden ausgleicht. Mit Gummibalg wird ein in der Höhe verstellbares Rückenpolster aufgeblasen, bis die beste Stützung der Wirbelsäule erreicht ist. Ein weiterer Beitrag zum entspannten und komfortablen Sitzen ist die auf Wunsch lieferbare Heizung in Sitzfläche und Rückenlehne. Aber was wäre ein Auto dieses Formats ohne den vollkommenen atmosphärischen und akustischen Komfort? Hier hat man das Gefühl, in diesem Wagen stimmt alles. Ist alles auf den Menschen richtig zugeschnitten, im Gesamten und im Detail. Die Größe des Raumes ist sofort sichtbar. Man spürt den Bewegungsraum für viele Stunden erholsamen Fahrens. Und gerade dazu trägt vieles andere bei. Zum Beispiel das elektronisch gesteuerte Heizsystem mit mehrstufigem Gebläse. Mit eigenen Frischluft- und Warmluftdüsen vor den Vordersitzen und im Fondraum. Die Heizmatik hält die einmal eingestellte Innenraumtemperatur auch bei wechselndem Außenklima immer konstant. Ein durchdachtes System sorgt für zugfreie Be- und Entlüftung. Der Innenraum ist geräuschisoliert, zum Beispiel durch doppelte Türabdichtung. Eine an der Tür selbst, eine zweite am Türrahmen. Aber auch und gerade hinter den Kulissen wurde nichts vergessen. Noch weniger Schwingungen und Geräusche durch Schallschutz oder auch durch Abkopplung und Beruhigung mechanischer Teile wie Motor, Getriebe, Gelenkwelle, Achsen und durch elektrischen Tacho. Das klassische Mercedes-Merkmal ist wohl die Wertbeständigkeit. Das war immer so und gilt auch in vollem Umfang für die neue S-Klasse und damit für die 80er Jahre. Alle besonders beanspruchten Fahrzeugpartien sind bei der neuen S-Klasse noch wirkungsvoller gegen Korrosion geschützt. Zum Beispiel durch Stahlbleche, die in einem besonderen Verfahren mit Zinkstaubfarbe beschichtet sind. Außerdem die spezielle Hohlraumkonservierung, Steinschlagschutz, schlagfester Unterbodenschutz, bis zu 7-Schichten-Lackierung. Und durch korrosionsbeständige Materialien wie Edelstahlrohre für den Auspuff, wie Leichtmetall- und Kunststoffteile. Lange Lebensdauer ist heute mehr denn je ein entscheidender Beitrag zur Wirtschaftlichkeit. Dies alles sind Beispiele, Beweispunkte für ein neues Fahren, für den zeitgemäßen Stil und Charakter der neuen S-Klasse von Mercedes-Benz. Es sind Beispiele für eine neue Spitzentechnik, mit der es gelungen ist, nicht nur den Wünschen der Fahrer gerecht zu werden, sondern auch den Forderungen der Zeit. Die neue S-Klasse, das ist zukunftsweisende Technik und zeitgemäße Wirtschaftlichkeit.